Hallo und herzlich willkommen. Erstmal was trinken. Ja. Zu Game of Thrones Watch. Euer wöchentlicher Rückblick, was aktuell in der Welt von Westeros, Meereen, den Slaver's Bay und der Freien Städte und Karth und Iron Isles, alles so passiert ist. Ja, wir haben uns die neue Folge The Broken Man oder Der Gebrochene auf dem Englischen, beziehungsweise im Deutschen quasi angeguckt. Und vom eigentlichen Gemüt her ähnlich wie die letzte Folge, muss ich sagen. So ein bisschen gemächlicheres Tempo, nur dass mir diese Folge etwas weniger gut gefallen hat. Ja. Weil, ja, es ist einfach, wir kommen ja gleich auf die einzelnen Sachen zu und es war jetzt kein großer Aufreger drin. Oder ich sag mal, es kommt auch viel auf die eigenen Erwartungen an. Ich meine, ich lese sehr viele Theorien und beschäftige mich sehr mit dem Theoriespektrum um Game of Thrones. Und dementsprechend funktioniert es schon quasi wie bei manchen Spoilern, dass wenn Sachen passieren, wie direkt am Anfang von The Broken Man, dass du halt dann einfach denkst, ja okay, das war jetzt in meinem Kopf quasi schon abgehakt, dass es auf jeden Fall passieren wird. Ich bin sehr viel gespannter darauf, was danach passiert. Okay. Und von dem Standpunkt her war da viel dabei, wo ich mir genau das gedacht habe. Aber ich werde deswegen auch diese Theorien ein bisschen zurückschrauben, gerade in einem Gebiet, um da nicht unnötig zu spoilern. Und dementsprechend, hey, legen wir doch einfach mal los bei dem Reveal am Anfang. Das übrigens, Achso, stimmt, dein Getränk, beziehungsweise unser Getränk. Brombeer-Muffin-Tee. Hm? Sehr wichtig zu wissen. Ist auch wirklich sehr lecker, muss ich sagen. Ich bin ja eigentlich nicht so der Teetrinker. Also wenn dann irgendwie Eistee, so dieses zuckersüße Scheißzeug. Ich weihe dich in eine neue Welt ein. Ja, wirklich. aber tatsächlich so, seitdem ich, einen Wasserkocher habe, benutze ich schon häufiger mal einen Teebeutel anstatt den Billigsaft. Ist auch gesünder. Stimmt. Nicht so viel Zucker, wenn du dir nichts da reinballerst. Wobei man sich da auch was reinballern kann, auf jeden Fall. Ach ja. Ja gut, dann fangen wir mal an in den Riverlands bei dem guten Hound, der nämlich gar nicht tot ist, wie man dachte, sondern hier wiedergekommen ist. Er hat sich von seinen Wunden erholt von der mächtigen Brienne. Ja. Und ist jetzt bei einer kleinen dorfähnlichen Konstitution unter einem Typen namens Brother Ray, wobei der Name aber nie gesagt wurde, oder? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber ich kenne den Schauspieler. Echt? Der kam mir so bekannt vor. Ja. Ja, jedenfalls, der Ray ist, stimmt, der gehört, wir hatten die Folgen diesmal wieder nicht, hier, Ian McShane. Wir haben die Folgen diesmal wieder voneinander getrennt geguckt und dementsprechend habe ich mir das zu Hause geguckt und die Mitguckerin bei mir hat quasi noch gesagt, ach, den kennen wir doch irgendwo, der sah doch schon mal, der war doch irgendwo schon mal quasi bei Game of Thrones gut dabei und da war ich mir relativ sicher, dass das quasi nicht so war. Und der ist auch ein neuer Charakter. Jetzt weiß ich, woher ich den kenne. Woher? Jetzt, der spielt bei Säulen der Erde, spielt er diesen bösen Pfarrer nicht. Ach, ist ja auch egal. Ich hab da, ja... Septon wäre echt gut möglich, ja. Also, ja. Er spielt auf jeden Fall einen religiösen Typen. Hm. Und das ist ja so ein... wie viele Dinger sind das? Ich glaube so 6 Stunden oder so. Die Säulen der Erde ist extrem lang. Ja, es ist mega lang. Also... Oh, Snow White and the Huntsman. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Als Tai Lung. Also ein Weltklasse-Schauspieler mal wieder. Der spielt Blackbeard. Da habe ich den auch erkannt. Hier bei Pirates of the Caribbean. Stimmt, der erste Bösewicht, ne? Der erste? Aus dem ersten Teil, glaube ich. War das Blackbeard? Ich habe keine Ahnung. Ich habe die... Auch nichts, was man geguckt, als sie rauskamen und dann nie wieder. So hat es, glaube ich, wieder gemacht, oder? Also ja. Ich habe irgendwann nach dem dritten aufgehört, weil ich dachte, okay, jetzt wird's nur noch scheiße. The Pillars of the Earth. Ja. SpongeBob SquarePants. Also sein Genre ist echt breit gefächert, wo der mitspielt. Wahrscheinlich immer so der leicht epische Vertrauenstyp. Gordon. Voice Episode Dio Vikings. Okay. Kann das sein, dass es vielleicht der Typ war, der hier, ich bin Günther. Hier. Ja, nur in Englisch dann. Ja, ja. Das könnte sein. Naja, aber kommen wir zurück zu dir. Ist ja egal. Der gute Ray auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wann man den Namen kennt. Ich weiß auch nie, woher das Wiki den Namen nimmt, ob sie sich einfach ausdenken, ob sie bei den Machern nachfragen oder ob es im Buch steht. Wahrscheinlich eher das Letztere. Und ja, er erklärt dann im Nachhinein, dass er den Hound gefunden hat, ihn eigentlich beerdigen wollte, aber dann hat er gehustet. Ja. Und ja, dann hat er halt gesehen, okay, er lebt wieder. Und Ray an sich ist ehemaliger Soldat.
er dann quasi, hat er das desertiert oder? Ich weiß gar nicht mehr. Das ist auch, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Das hat er nicht so erzählt, warum der aufgehört hat. Auf jeden Fall der einzige Mann in dieser kleinen Klitsche da. Ich glaube, sie bauen da eine kleine Kirche oder sowas. Ja, so eine Kapelle. Mit so 25 Leuten oder sowas. Und ja, dann passiert Folgendes. Drei Männer von der Bruderschaft ohne Banner, die man eigentlich bisher in sehr positivem Licht, Licht, der Herr des Lichts, gesehen hat. Die kommen wieder und bringen einfach mal, also die kommen erst wieder, fragen nach Essen und Stahl. Dann sagt er, ja, ihr kommt gern zu, könnt gerne zum Abendessen wiederkommen, so, dann habt ihr einen Platz beim Feuer, so, aber Stahl haben wir keinen, wir sind eine einfache Gemeinde. Lügt allerdings offensichtlich, weil Gregor, beziehungsweise The Hound sagt dann nachher, von wegen hier, jetzt kann ich Gregor, egal, auf jeden Fall, The Hound sagt dann nachher so, von wegen, ihr habt Stahl und ihr habt auch Essen und ihr habt auch Frauen, also ihr hättet ihnen irgendwas anbieten können, einfach nur, damit die keinen Strunk machen. Weil, wie wir alle wissen, The Brotherhood without Banners gehört zum Lord of Light. Und der Septon Brother Ray, der gehört zu den zum siebenzackigen Stern, zum Seven-Pointed Star. Und dementsprechend können die nicht so gut miteinander. Und es kommt halt dahin, dass halt der Hound das Holz hacken. Bis spät in die Nacht, die anderen sind schon was am Essen und dann kommt er später wieder ins Dorf zurück oder an diesen Bauort. Und alle waren tot. Alle waren tot und der Septon wurde erhängt in seiner eigenen, noch nicht fertig gebauten Kapelle. Und dementsprechend nimmt der Hound noch die Axt, die er noch verwendet hat, zum Holzhacken und zieht von dannen. Wütend. Wütend. Wahrscheinlich wird er jetzt die Leute da jagen, nehme ich mal an. Wobei, es passt halt gar nicht so zu dem. Eigentlich gar nicht, ne? Eigentlich, aber gut, es passt ja auch einfach nicht dazu in ihm, dass er so resigniert und einfach stirbt oder sterben wollte, ne? Ja. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Der ist ja zu einem immer so, dass er nur alles für sich macht. Und zum anderen sieht er jetzt so aus, als ob, also das sieht ja so aus, als ob der so echt pisst zu denen gehen will, im Rachefeldzug und in alle dann die Kehle durchschneiden möchte oder so. Ja. Aber das passt doch gar nicht. Das würde auch, glaube ich, nicht zum Charakterzug an sich passen. Was er jetzt genau macht, weiß man nicht. Also ich erinnere mich immer ganz gerne an die Stelle zurück, wo er so einem alten, alten Bauer quasi, der bekommt da quasi Obdach und eine Stelle angeboten, von wegen beschütze uns, dafür kannst du bei uns essen und schlafen. Sagt er, ja klar, faire Arbeit für faires Geld. Und dann wird er einfach am nächsten Tag kaputtgeschlagen und klaut ihm sein Geld und sein ganzes Silber und haut dann einfach ab. Ne? Ja. Also das ist halt auch immer noch der Hound, ne? Und dementsprechend weiß ich halt nicht, ob er jetzt dadurch eine Katharsis erlebt hat und er sagt, okay, will jetzt rechtschaffend werden oder ob er immer noch persönliche Rache aus ist oder er hat ja gesagt, das Einzige, was ihn am Leben gehalten hat, war Hass. Ja, vielleicht, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist einfach so die Aktion, die Bruderschaft da vollbracht hat, dann wieder der Schalter gewesen bei ihm, so, okay, jetzt steh auf und jetzt bring auch Hass über die Welt oder über die Personen, wo er den Hass halt gegen schürt. Ja. Ich denke, dass das der erste, also dass das eher in Kraft tritt als der Rachefeldzug. Mhm. Und da kommt jetzt natürlich, da wird ein weiteres Puzzleteil eröffnet, was in King's Landing bald passieren wird. Und zwar steht ja noch aus die Verurteilung bzw. die Verhandlung um Cersei. Cersei hat schon angedroht, okay, sie wird mit dem Mountain, mit Funken Mountain, wird sie quasi ein Trial by Combat verlangen und wer wird der Gegner sein? Alle sagen, okay, es gibt ein Clegane Battle. Die Brüder, die sich seit jeher hassen, treffen aufeinander im Kampf um Cerseis Kopf. Und jetzt haben wir auf jeden Fall dieses Puzzleteil quasi noch revealed, dass er noch lebt. Und dass diese Theorie auf gar keinen Fall vom Tisch ist. Wäre interessant. Was ich davon halten soll, weiß ich nicht so ganz, weil ich im Endeffekt nicht wüsste, wer jetzt für mich lieber gewinnen sollen würde, weil Franken Mountain ist fucking cool und Cersei hat sich in letzter Zeit zu einem relativ interessanten Charakter gewickelt, weil sie halt, was man auch diese Folge noch sehen wird, quasi alles verloren hat. Sie hat ihr Spiel, was sie vorhatte zu kämpfen, beziehungsweise auf die falschen Pferde gesetzt und ist halt quasi, hat alles komplett verloren, keiner ist mehr für sie da, außer ihr Franken Mountain. Kommt ja auch noch was? Ja. Dankeschön. Und dementsprechend weiß ich halt nicht, ob ich sie tatsächlich so tot sehen will oder ob ich vielleicht sie noch ein bisschen weiterverfolgen möchte.
Auf der anderen Seite wird von der Art und Weise, wie die beiden Brüder beschrieben wurden, wäre auf jeden Fall der Mountain der deutlich bösere, der auf jeden Fall ganz klar als Arschloch dargestellt wurde, während der Hound immer so eine leicht positive Art an sich hatte. Ich meine, er hat sich so ein bisschen um Arya gekümmert. So. Oder um Sansa, als sie noch da war. Genau, um Sansa hat er da... Er bemüht sich... Er bemüht sich schon noch ein bisschen, quasi der gute Typ zu sein. Aber im Endeffekt ist es halt immer noch das Arschloch, was den Typen, der ja gerade die Hand geschüttelt hat, die Fresse schlägt, um sein Gold zu klauen. Ja. Von daher weiß man noch nicht, was da passiert. Und ich muss auch zugeben, ich bin da relativ emotionslos, weil ich halt genau diesen Kampf, das meine ich im Intro, halt schon vorausgesehen hatte und schon quasi gedacht habe, okay, der ist nicht tot, deswegen war es kein sehr großer Reveal für mich. Aber wie war es denn für dich, als du den da wieder gesehen hast? Hast du dich gefreut? Ich habe mich gefreut, ja, weil ich den generell ziemlich mochte. Auf jeden Alleine Fall. Schon für die Tatsache, dass er einen Werbespot damals gedreht hat für Porridge. Porridge ist so ein Haferflockenbrei, den ich als Kind immer gegessen habe. Und ich habe wirklich auch genau diese Marke gegessen, wo er halt dann als junger Bub quasi noch so drauf vorne auf der Packung war. Und als ich das irgendwann mal gelesen habe als Game of Thrones-Fans, habe ich mich echt gefreut. Okay, der soll am Ende auf dem Thron sitzen. Der Porridge-Guy. Das fand ich echt super. Ja, das erinnert mich an seine Rolle in Hot Fuzz, wo er den Einkaufs Trolley-Boy quasi gespielt hat. Ja. Yarp. Narp. Ja, okay. So gut. Ja. Aber dieser Kampf, ein sehr schöner Kampf. Kann ich nur empfehlen, Hot Fuzz, ein Film, glaube ich, den ich 18 Mal fast geguckt habe, weil ich ihn so geil finde. Zwei abgewichste Idioten. Hm. Ach ja. Ja. Gut, dann wären wir soweit in Riverlands. Oder sollen wir bei King's Landing bleiben? Wir können aber eigentlich weitermachen. Da war auch, glaube ich, verhältnismäßig das meiste noch passiert. Ja. Wo wir nämlich direkt am Anfang diese Stelle haben, wo Marjorie ganz fromm und fleißig in der Bibel-Äquivalent den Seven-Pointed Star quasi liest, wo der Highsparrow dann vorbeikommt und sagt halt, hier, was ist eigentlich los mit dir? Du hast ja gar keinen Sex mehr mit dem guten Tommen. Und das geht ja nun nicht. Ich meine, wir sind immer noch religiös und alles, aber du bist deine Frau, du hast Verpflichtungen, du musst ein Erben zeugen, das bist du dem Land und der Kirche schuldig. Und dann sagt er ja, sagt sie halt, ja, tut mir leid, ich werde jetzt mit ihr lieben Sex haben. Und dabei lässt der Highsparrow quasi so durchlaufen und sagt so, okay, du musst noch deiner Großmutter, die Lady Orlena, halt quasi noch sagen, sie soll auch mal ein bisschen religiöser werden und mal gucken, dass das alles so läuft. Und der hat das ja nicht nur gesagt, der hat ja schon gedroht. Stimmt, ja, das war schon sehr deutlich. Da war auch wieder, hat mir nicht ganz gut gefallen, wie freundlich und nett man sein kann, während man einen zum Tode droht eigentlich. Ja. Also er hat ja wirklich gesagt so von wegen, ja, ich kann nicht für ihre Sicherheit garantieren, körperlich wie auch geistig. Ne? Ja. Und sowas zu sagen ist aus seinem Mund gerade eine Todesdrohung. Und ja, da sehen wir dann in der nächsten Stelle direkt, wie Marjorie dann die Lady Orlena besucht mit der sonstigen Stelle. Wo dann Lady Orlena erstmal Septa Unella quasi beäugt und sagt so, bewegt es sich? Steht es? Ja, das war wirklich so mega lustig. Das hat so zu ihr aber auch gepasst. Ja, so. Das ist auf jeden Fall so. Kann sie uns nicht mehr allein lassen? Ach, sie ist eine gute Freundin geworden. Aha, genau. Ja, dachte ich mir auch. Ich glaub, die, wow, super Freundin. Wirklich. Gut, zuhören kann sie gewiss gut, aber sonst auch nichts. Ja, und dann hat er halt sie versucht, die Lady Orlena quasi dazu zu bewegen, zurück nach Highgarden zu gehen, in die Heimatstätte von den Tyrells. Und hat dann erst abgelehnt, bis Marjorie ganz sneaky einen kleinen Papierzettel ihr untergejubelt hatte. Und auf diesem Papierzettel eine Rose drauf war. Mhm. Was das zu bedeuten hat, lässt man sich nur mutmaßen, so wie ich Marjorie kenne, das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, sie ist eindeutig nicht auf der Seite von Highsparrow, sondern sie versucht das Ganze quasi umzugehen. Ich fand's geil. Ich fand's also auch ein sehr, sehr schöner Moment. Ich mag ja generell Marjorie sehr. Ja, also das hat endlich so bestätigt, was wir so die ganze Zeit vermutet haben in den letzten Folgen, dass halt, wir konnten nicht genau sagen, ob sie das jetzt alles spielt und ob sie wirklich konvertiert ist. Und dann, aber ich hatte so auf einer Waage, dass sie das alles nur spielt, war immer weiter oben bei mir. Und ja, auf jeden diese Fall. Folge hat es einfach bestätigt. Das fand ich super, habe ich mich gefreut. Ich so, ja, geil. Auf jeden Fall, ey, das fand ich auch wirklich... Ich fand auch so ein bisschen, hat man das bei Lady Orlena, bei der Queen of Thorns im Gesicht auch gesehen, wo sie gar nicht so
fassen konnte, wie gerissen ihre eigene Enkelin ja. ist. Ne? Also das fand ich schon ein sehr schöner Moment. Ich frage mich aber dann auch andersrum, was sie denn vorhat, weil... Das ist wieder um die andere Sache. Sie lässt weiterhin ihren Bruder da in der Zelle, lässt ihren Mann quasi in den Glauben konvertieren, ohne den einzuweihen, dass sie das alles nur spielt. Also das, aber vielleicht kann sie ja auch damit, ne? Von wegen, dass sie halt wirklich sagt, okay, das ist ein religiöser Typ, das heißt, der wird schon mal nichts Beschissenes machen. Der wird sich jetzt nicht so wie Joffrey hinstellen und einfach Leute umbringen, weil es ihm gerade Spaß macht, weil es der Glauben quasi verbietet. Das ist ja schon so ein bisschen wie eine Firewall beim PC. So, also das Gröbste wird darin schon irgendwie aufgefiltert, was die Charakteristika angeht. Ja, aber es könnte auch schief gehen, wenn sie ihren noch nicht feststehenden Plan für uns versucht, da durchzuwursteln und dann der Tom einfach zu krass im Glauben ist. Ja. Ja, das kann natürlich auch dann backfiren, auf jeden Fall. Plus, ich habe ja immer noch im Hintergrund diese eine Weissagung, die Cersei als Kind bekommen hatte, von wegen, sie wird alle ihre Kinder tot sehen. Und mich würde es echt überraschen, wenn diese ganze Geschichte in King's Landing mit den Seven-Pointed Star-Anhängern nicht in Tommens Tod enden würde. Das wäre wirklich was, da wäre ich schon echt überrascht, wenn es nicht so wäre. Könige leben eh nie lange in diesem Universum. Schon gar nicht, wenn sie von den Lannistern kommt. Ja. Ich fand es aber auch cool, als Jamie mit der in Riverrun da aufgekreuzt ist. Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ich bin aber erstmal noch King's Landing. Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, ich glaube nämlich, das war noch nicht so komplett alles. Nee, ich war nur gerade wegen Lannister. Ich weiß. Also das war, also man hat schon, da komme ich später zu. Ja, ich glaube, eine Szene, die wir dann noch haben, ist die Cersei und die... Genau, Cersei und die Queen of Thorns. Ja. Wo dann die Queen of Thorns dann quasi sagt so von wegen, ja, sie möchte abreisen. Sie sagt dann erstmal so von wegen, Cersei, das, was wir eben auch schon gesagt haben, hat sich jetzt alles verspielt. Sie will halt einfach komplett nichts mehr damit zu tun haben. Sagt so, sie hat das alles zu verantworten. Und dementsprechend muss sie halt auch selbst dafür sorgen, dass wieder quasi läuft. Und ja, sie sagt halt von wegen, also Cersei sagt halt, sie wäre davon schwer enttäuscht gewesen halt, dass sie halt kein weiteres Bündnis mehr hat. Und eigentlich war es nur eine letzte Drohung quasi von Lady Olenna zu Cersei, so von wegen sie dazu, dass du Land gewinnst, Frau. Jetzt mal noch bist du frei, mal gucken wie lange noch, ne? Ja. Von und daher... Sie hat ihr auch die Schuld gegeben für alles. So. Ja, und sie hat es eingestehen vor allem. Ja. Das ist ja auch wieder so eine Sache. Sie hat tatsächlich dann zum ersten Mal tatsächlich gestanden, dass sie die High Sparrows da auch zur Macht geholfen hat. Weil vorher hat sie immer gesagt, so, ja, Glauben verlangt, dass er glauben muss und der Glauben. Diesmal hat sie gesagt, fuck it, ich habe Scheiße gebaut, aber wir müssen jetzt wieder raus. Und solange halt Loras noch in den Zellen war, könnte man ja meinen, dass Olenna noch ein privilegiertes Interesse daran hätte, noch in King's Landing zu bleiben. Was wir jetzt natürlich wissen, dank Margaery ist dem nicht mehr so. Ich fand's auch cool, wie dann die Großmutter gesagt hat, so, ja, es ist schon alles mega scheiße, aber wenigstens hast du alles verloren. Genau, der einzige Trost, den ich darin sehe, ist, dass du auch alles einfach komplett verloren hast. Ne? Joa. Da kam die mir echt ein bisschen hilflos vor, wie sie dann da alleine stand. Cersei oder Lady Olenna? Ja. Weil die hat wirklich nur noch den Berg und keine Ahnung, steht er nachts neben ihr und wartet, bis sie fertig geschlafen hat? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Wobei, also ich glaube, beim Frankenmountain können sie mir auch alles erzählen. Wir können mir auch erzählen, dass er nie auf Klo muss oder nie mal essen muss oder sowas. Ja. Also ich glaube, weil er einfach nicht weiß, was mit dem da passiert ist. Ja, für mich ist das halt so ein bisschen wie die Raben. Weißt du, die Raben finden auch immer ihr Ziel, ohne dass mal jemand irgendeine Adresse gibt oder so. Das ist halt sowas, das frage ich nicht. Das ist halt... Man muss halt so, die Suspension of Disbelief heißt das, glaube ich, wenn man sich so zu ein paar Sachen hinraffen lässt. Und ich glaube, dementsprechend denke ich schon, dass er halt 24-7 um sie rumsteht und auf sie aufpasst, weil anders wäre sie auch, glaube ich, schon längst tot gewesen einfach. Ja. Ne? Deswegen mal schauen, was mit der guten Cersei so passiert. Also ich bin auch echt mal gespannt, wie die ganze Storyline dann noch zu Ende geht, weil wie gesagt, wir haben ja den Clegane-Battle, den ich noch vorhersehe. Ich sehe vorher, dass Tommen sterben wird und dass die High Sparrows am Ende nicht mehr am Thron oder was mitzusagen haben. Ja. Wobei man jetzt natürlich nicht weiß, ob Brother Ray auch Anhänger von dieser Militärorden-Geschichte war. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil, ich sag mal, in der Geschichte, die auf den Bonus-Discs von Staffel 5 drauf sind, da wird quasi die alte Geschichte erzählt von den Militärorden. Und da heißt es dann so viel von wegen, die wurden zwar aus King's Landing geschlagen, allerdings haben die sich quasi außerhalb von King's Landing weiter aufgebaut und wurden da wieder neu groß, dass sie da quasi wieder eine Macht werden konnten. Und wenn es halt quasi so ist, dass das jetzt ein erster Indikator dafür war, dass es auch außerhalb von King's Landing noch Fanatiker gibt
die dem High Sparrow quasi dienen, dann könnte selbst das nicht mal die endgültige Lösung für die High Sparrows sein. Also bleibt abzuwarten, wie es da läuft. Auf jeden Fall geile Marjorie-Szene, meiner Meinung nach. Ja. Und du willst nach Riverrun? Ja, ich will nach Riverrun. Okay. Riverrun. weil ich fand's eigentlich so cool, Jamie war wieder zu sehen in voller Rüstung. Und Bronn ist wieder da. Bronn neben ihm, fand ich auch super. Und dann halt auch noch die Lannister-Armee, wie die so schön diszipliniert da hinterher marschiert ist. Und der auch erstmal gerade meckert, Bronn. Sagt so, ja, du hast mir doch versprochen, ich krieg jetzt mein geiles Schloss und meine Alte. Und dann sagt so, ja, mach das nur mit mir. Und dann, du weißt ja, ein Lannister begleicht ja seine Schuld. Nicht aus. Halt's Maul, ich kann's nicht mehr hören, ey, ohne Scheiß. Das, war super. So ich weiß auch nicht, Bronn, ey. Ja, wirklich, ich weiß auch nicht, ob seine Geschichte mit Lannister so positiv für ihn an sich war. Nee, eigentlich nicht. Der eigentlich hat schon viel Scheiße mitgemacht. Ja, erst das Ganze mit Tyrion, ne? Und jetzt das Ganze mit Jaime, ne? Auf der anderen Seite, ja gut, er ist halt jetzt auch Ritter, ne? Ja. Ach ja. Ja, in Riverrun. Da sehen wir dann die Freys ihre Belagerung. Jämmerliche Belagerung durchführen. Ja. Die Graben sind nicht tief genug. Hm. Das auf jeden Fall. Und dann kommt halt, wie du schon sagst, Jaime mit den Lannister-Armee dahin und sagt von wegen hier. Ist jetzt meine Belagerung, ich mache das jetzt. Geht wir mal haben nicht mal gemerkt, dass wir hier mit ein paar tausend Mann reingemarschiert sind. Geile Belagerung. Ja, und die andere Szene, die ich sehr cool fand, ist halt, und man hat, also nicht nur Bronn hat man wieder gesehen, man hat auch einen Blackfish wieder gesehen, was auch ein Charakter ist, den ich sehr, sehr mag. Der für mich so zur alten Garde gehört, der aus diesen, weiß nicht, aus dieser Zeit von Robert Baratheon, Eddard Stark, so dass sie damals die Rebellion angeführt hat, aus der Zeit kommt er halt auch noch und deswegen ist er so sympathisch. Der auch quasi direkt gesagt hat von wegen hier, wir haben genug Essen für 2 Jahre, so habt ihr 2 Jahre Zeit uns auszuhungern, wenn ihr uns stürmen wollt, dann macht es am besten jetzt, dann kann ich euch in den Arsch treten, so ungefähr. Und er will das halt wirklich auch verteidigen bis auf den Tod und was ich auch interessant finde, ist halt einfach, dass wir haben jetzt noch 2 Faktoren, die meiner Meinung nach noch damit einspielen können, die da intervenieren können. Das ist einmal Brienne, die quasi vielleicht Blackfish dazu bewegen könnten, doch zu kooperieren. Wir haben eigentlich 3 sogar. Wir haben nochmal hier Littlefinger, der immer noch die Armee vom Vale mit 3000 Leuten quasi durchs Land führt, wo wir auch nicht wissen, was sind seine Pläne aktuell. Wir wissen, dass später noch irgendwas mit Sansa ist. Und zum dritten Part haben wir noch die Brotherhood Without Banners, die auch noch da quasi in der Gegend herumhausieren. Und die auch in einem Atemzug mit Riverrun quasi erwähnt wurde, in der letzten Folge von... Mir fällt es gerade nicht mehr ein, von wem. Walder Frey. Walder Frey, genau. Doch, tatsächlich, ja. Walder Frey. Ich würde es interessant finden, wenn... Jaime hat ihm ja versprochen, dass wenn er aufgibt, wird da niemand umgebracht. Die können dann da rausmarschieren und können weggehen. Ja, klar. Und ich würde es echt interessant finden, wenn Brienne es schafft, den Blackfish zu überreden, mit in den Norden zu kommen. Und die dann einfach alle lebend da so rausgehen können und dann im Norden helfen können. Vor allen Dingen eine Konfrontation, auf die ich mich schon sehr, sehr freue, wird dann sein Brienne und Jaime. Ja. Die werden ja dann auch nochmal aufeinandertreffen, die beiden Süßen. Zwar wieder so auf verschiedenen Fronten. Ja. Das wäre schon interessant. Also ich denke auch, dass das darauf hinauslaufen wird. Ich bin vor allen Dingen gespannt. Also was auch noch passieren könnte, ist halt, dass einfach Jaime jetzt mit Bronn und der Lannister-Armee das Ganze stürmen will. Müssen wir mal gucken, wie das halt auch noch verläuft. Und wie gesagt, da ist halt dann auch, ich sehe so ein bisschen, die ganze Sache mit Jon steht und fällt ein bisschen mit Blackfish. Je nachdem, wenn da quasi schon gesagt wird, okay, die überleben diesen Kampf und können Jon quasi dann nachher unterstützen. Wobei, dann sehe ich da schon ein großes Potenzial quasi drin für den Norden. Ich glaube nicht, dass das nur an Blackfish hängt. Nee, auf gar keinen Fall. Weil du hast ja gesehen, dass Sansa einen Raben geschickt hat. Sehr wahrscheinlich an den guten Baelish, ja. Also. Ja, davon gehe ich auch aus. Ich meine, sie war wirklich auch soul-crushed, wie man so schön im Französischen sagt, dass sie dann den Brief da noch geschrieben hat. Aber ich denke mal, der wird sich auch jetzt nicht querstellen und da seine Vale-Leute daherlaufen lassen. Und dann würde ich sagen, haben wir in Riverrun noch irgendwas noch zu sagen? Eigentlich nicht, ne? Schön, dass halt so 2 Charaktere wieder aufgetaucht sind, die man gern hat. Und dann würde ich direkt sagen, gehen wir direkt mal in den Norden. Ach hier, der Tully, der wurde auch nicht getötet. Achso, Edmund, ja okay. Das ist aber auch so ein
Nebencharakter. Ich meine, selbst Blackfish war es scheißegal, ob er sieht oder stirbt, von daher. Fuck off, der ist eh schon so tot. Wirklich. Ja, dann hängt ihn auf und seid fertig damit, ne? Ja, sollen wir dann zu wohin? Sansa? Zum Norden, würde ich mal sagen. Wo wir John Santa, Sansa und Davos da haben, die John und Santa Davos. Santa Davos mit seinem freschen Bier und seiner roten Mütze. Ja, sie suchen nach Leuten für ihren Kampf gegen die Botens und landen im Haus Mormont, das geleitet wird von der kleinen Lyanna Mormont, die ich jetzt mal schätzen würde, ist die Tochter von dem Mormont von der Nachtwache, der gestorben ist. Ja. Und quasi, dass Jorah ihr Bruder ist und deswegen sie quasi als einzige Hinterbliebene dann das Haus regieren muss. Ja. Und nach ellenlangen Diskussionen und einem wahnsinns verhandlerischen Können von Davos konnten die ganze 62 Leute einschlagen. Also die nehmen doch alleine schon die Burg ein. Ja, das ist aber schon so ein bisschen so, da merkst du auch, was John am Ende gesagt hat, oder Sansa am Ende gesagt hat, so, okay, die machen das wirklich Schritt für Schritt, Mann für Mann, ganz klein anfangen, immer mehr weiter quasi zu gehen. Mhm. Und ja. Dann danach haben wir noch eine andere Stelle, wo sie dann beim Haus Glover da vorsprechen und dann dort quasi auch einfach direkt gesagt haben von Robert Glover, also den Hauptherren von den Glovers, dass sie halt sagen, okay, sie waren halt sehr, sehr stolze und sehr, sehr loyale Bannermänner für Ned Starks, für Robb Stark. Und dann sind einfach alle gestorben und jetzt haben die Boltons denen noch geholfen, quasi die Festung von den Eisenmännern wieder zu holen. Und sagt dann danach halt von wegen, ja, war gut, dass ihr da gewesen seid, aber ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Und für ihn sind die Starks gestorben. Genau, das ist halt noch der letzte Punkt. Was quasi zwei, also ich denke mal, das sind halt zwei Bilder gewesen, die uns jetzt präsentiert wurden, die zwei Extreme quasi gezeigt haben. Einmal, wenn die Leute sich dazu entschließen, quasi denen zu helfen, und einmal, wo sie einfach komplett abzuneigen. Und dann auf jeden Fall. Dementsprechend, ich fand es überraschend, dass beim Haus Glover Davos nicht eingesprungen ist, weil der da eigentlich doch ganz gut eigentlich drin war, da zu verkaufen. Das fand ich ein bisschen komisch. Vielleicht hat er auch schon gemerkt, dass es da nicht so ganz was viel gibt, ne? Ja. Tja, aber mal gucken, wie es das doch läuft mit John, wen er noch so alles findet. Er wird sollte sich beeilen. Ja, am Ende haben wir auch noch so eine kleine Szene gehabt, wo dann die drei durch das Lager marschieren und dann sehen, dass halt die Wildlinge nicht mit den Mormons abkönnen und mit den anderen Häusern, die sie dann noch zusammengeschaufelt haben. Also man hat nicht alle gesehen. Südländer haben sie die aus dem Norden genannt. Scheiß Südländer, hau mal ab hier, ne? Und und ja, das ist halt, sieht nicht so rosig aus und John will auf jeden Fall noch mit dieser kleinen Armee gegen die Boltons ziehen, was ich glaube keine gute Idee ist. Nee. Und genauso glaubt es auch nicht Sansa, die nämlich erst diskutiert hat von wegen, wir brauchen noch weitere Männer, das bringt so nichts. Aber John will halt einfach machen und dementsprechend... YOLO will der. Der will einfach YOLO, obwohl Jolt eigentlich. You only live twice. Jolt. Jolt. Oh, das wäre so ein gutes T-Shirt. Ja, eben. YOLO, you only live twice und dann so ein Jon Snow Cop da drauf. You know nothing. Jolt. Oh, wie cool ist das denn? Ja, das müssen wir uns direkt, schneiden wir einfach am besten raus und machen daraus so ein eigenes T-Shirt. Ja. Ja, und Sansa wird wahrscheinlich den guten Littlefinger angeschrieben haben, ey, hast nicht vielleicht doch Bock vorbeizukommen? So, also anders kann ich es mir nicht vorstellen. Also wir haben jetzt noch zwei quasi Adressaten, die jetzt noch raus sind, und zusammen Brienne, wo die beim Blackfish halt nachfragen, wobei der auch gerade Besseres zu tun hat. Und wir haben auf der anderen Seite, wobei, glaubst du, dass die Lannisters den Starks helfen würden? Gegen die Boltons? Gegen die Boltons. Boah, ich weiß nicht. Ja, wir haben ja Cersei im kleinen Rat quasi kämpfen sehen, dass halt, also kämpfen dafür kämpfen, nee, mit Littlefinger darum kämpfen sehen, dass sie halt quasi die Boltons da austreiben wollten. Deswegen hat er quasi Littlefinger bei der Audienz von Queen Cersei quasi gesagt, okay, lasst mich den Norden für euch einnehmen. Und je nachdem, ob Jaime davon weiß oder nicht, und sie verstehen sich ja mit Brienne eigentlich so gut. Boah, das wäre eine krasse Theorie. Wäre ein krasser Twist, wobei ich auch überhaupt gar nichts habe, um das irgendwie zu unterlegen. Das ist wirklich nur Geschwafel von mir. Ja. Glaube ich eigentlich auch nicht wirklich dran, aber
wäre eigentlich eine interessante Theorie. So von wegen einfach nur, was es für Möglichkeiten aufstoßen würde später. Auf jeden Fall. Weißt du, was ich auch interessant fand? Was denn? Das kleine Gespräch mit den Wildlingen Jon Snow, wo die erst stimmt, das war gesagt haben, dass das nicht ihr Krieg ist. Stimmt. Mir gerade nämlich eingefallen. Habe ich schon mal vergessen. Ja, die haben gesagt, dass das nicht ihr Krieg ist. Die fanden das geil, dass er ihnen geholfen hat und so. Und das da ist jetzt aber nicht mehr deren Krieg. Und deswegen wollen die eigentlich nicht mehr kämpfen. Und dann haben, wie heißt er? Der Rotbärtige. Tormund. Ich habe immer Tom im Kopf, aber nein, Tom ist der kleine Lulatsch, der nichts auf die Reihe kriegt. Ich glaube, der heißt Dragonbane im Nachhinein. Also Tom und Dragonbane oder so. Dragonsbane oder so. Der hat ihm dann auch geholfen. Und ich fand es sehr interessant, wie der das so verkauft hat. Mhm. Aber ich frage mich, was die Aktion von dem Riesen bedeutet. Der ist einfach aufgestanden und hat gesagt, Schnee, und geht weg. Ja, ich glaube, das war quasi eine Zustimmung. Ich würde so interpretieren. Ich glaube nicht, dass die Riesen sehr gesprächig sind. Sie sprechen ja auch noch eine ganz andere Sprache. Und dass sie dann quasi auf der Sprache, die die Westerosi verstanden haben, dann den Namen sagt, das bedeutet für mich eigentlich eher was Positives als was Negatives. Okay. Von daher glaube ich, dass er dabei ist. Ja, dann war das halt auch das schon alles im Norden, oder? Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon, ja. Ja, Volantis. Ja, ich fand es sehr interessant, dass man sieht, wie da alle am Saufen sind und rumhuren und vor allem auch Yara da sitzt und da an so einer Titte rumleckt von einer Frau. Sehr interessant. Also. Ist halt mehr Eisenmann als Theon, ne? Ja. Das ist auf jeden Fall schon nicht schlecht. Fand ich echt witzig. Vor allem, wie sie ihn dann genötigt hat, da endlich mal was zu saufen, anstatt dann nur so die ganze Zeit zu sitzen. Ja, wirklich, das ist aber wirklich, manchmal muss man so mit Leuten reden, so jetzt, Alter, hör auf zu labern, trink verdammt nochmal. So, ja. Jetzt laberst du schon wieder, trink! Hat einfach immer aggressiver geworden ist, ne? Das war schon ganz interessant auf jeden Fall. Also sie hat, was ich aber auch ganz interessant fand, war halt, dass sie gesagt hat, so von wegen, wenn du halt komplett zerbrochen bist, dann bring dich besser um. Dann hast du es hinter dir, dann kann ich dich auch nicht gebrauchen, aber wenn da noch irgendwo der Theon ist, dann hör auf jetzt herum zu scheißen und helf mir verdammt Mama. Ja. Ich weiß immer noch nicht, was die. Doch, die haben ihr Plan jetzt offenbart. Ne? Sie wollen jetzt vor Euron. Ja, die zu wollen Daenerys. Mit der Flotte, die jetzt schon haben, direkt nach Daenerys. Mit dem Pakt eingehen. Ja, ist auf jeden Fall keine schlechte Idee, dem anderen Alliierten quasi einen wegzuschnappen. Ja, die hatten viele Schiffe, aber 1000 waren das noch lange nicht. Ich würde sie so auf 50 schätzen. Vielleicht 50 bis maximal 100, aber... Okay. Ich glaube nicht, dass das so viel... Also ich glaube nicht, dass da große Hoffnung besteht. Oder ich glaube nicht, dass es einfach wird, dass der Lehrer sagen wird, ja klar, macht wir uns mit. Also sie ist ja doch schon eher so der Typ, so von wegen, wer beweist mir, was ich davon habe. Wenn sie da jemanden mit aufnimmt. Gerade auch eine sehr interessante Stelle, wieder eine Anekdote aus dem Telltale-Adventure. Wo es nämlich auch so eine Konfrontation gibt zwischen einem Charakter, den du spielst, und Daenerys. Und sie dann quasi einfach nur sagt so von wegen, ja, du willst also X, ja dann, was bringt mir das? Warum sollte ich dir jetzt helfen? Ich bin keine großzügige Frau. Und ich glaube, so würde sie sich auch verhalten in der Serie. Von daher gehe ich davon aus, dass wenn der Plan funktioniert, dass erst nach sehr, 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 sehr langer Zeit, nach sehr, sehr langen Gesprächen wahrscheinlich erst dann so richtig funktionieren wird. Aber da haben wir auch wieder die Verknüpfung über Theon zu Jon, wo er nämlich dann sagen könnte, da hatten wir vielleicht einen Pfadfinder, der den Weg Daenerys zeigt in den Norden, dass da die White Walker eventuell kommen. Das könnte auch sein, ja. Mal gucken. Wenn wir schon bei Frauen sind, dann können wir ja zu The Wife gehen. Zu The Wife, ja. Der, doch. Ja. Hast du verdient. Ja, dann erzähl mal, was ist denn in Bravo so passiert? Ey, ich wusste ganz genau, dass das The Wife ist. Als ja, diese alte Frau, das war so schlecht. Das war sofort klar. Vor allen Dingen, das war... Kleines Kind! Disrespect Arya für das, ey. Ich weiß nicht. Aber sie hat auch relativ schnell zugeschlagen. Sie war auch nicht sonderlich weit weg, als sie da quasi das gesagt hatte. Sie wollte quasi nur, dass sie sich quasi dahin umdreht, dass sie direkt in den blutigen Bereich stechen konnte. Ja, aber wenn du dich entgegen dieses Hauses stellst, weißt du doch, was dann mit dir passiert. Ich habe mich sowieso gewundert, warum sie so Larifari da durch die Gassen gehen. Ja, ich meine, die eine Szene war cool,
Ja, so, sicher. Hey, ihr seid Westerosi. Ich will mit euch eine Passage buchen. Nehm mich mit. Ja, wir segeln übermorgen. Kriegst eine Hängematte. Kriegst eine Hängematte, ja, zwischen den Decks. Wir segeln morgen. Ich will eine Kabine und wir segeln morgen. Und dann guckt er so nach rechts und dann geht sie auf die linke Seite und nimmt so das Geld wieder mit und geht einfach. Ja gut, ich meine, ich würde das Geld auch nur dadurch da lassen, gerade wenn ich so ein junges Persönchen bin. Ja. Ja, und danach die Wife-Szene, ne? Und sie springt ins Wasser. Ich hatte erst gedacht, das wäre nur ein Trick gewesen und sie hat das quasi sich im Vorhinein schon eine Bleipanzerung oder weiß nicht, wie bei Herr der Ringe, so ein Mithril-Hemd drunter angezogen oder irgendwas, um sich zu schützen vor irgendwas. Ich dachte auch im ersten Moment, dass es vielleicht irgendwie nur so ein Traum von Arya ist, dass sie das geträumt hat und dann wach wird. Ja, das habe ich auch gedacht, aber... Aber nein, sie wollte nicht wachen, ich dachte so. Sie ist tatsächlich einfach dann ins Wasser gesprungen und dann an Land gesegelt, komplett verwundet und rennt halt jetzt blutig durch die Stadt. Wobei ich aber auch nicht weiß, ob vielleicht die Klinge nicht sogar vergiftet war, was ich den Leuten eigentlich zutrauen würde. Eigentlich schon. Halt mit Giftarbeiten, um halt wirklich sicher zu gehen, dass sie stirbt. Von daher... Schon. Wäre traurig, wenn Arya so ihr Ende finden würde. Ich glaube nicht. Weißt du warum? Warum? Weil die nächste Folge heißt Niemand. No One. Dann würde vielleicht jemand anders ihr Ende finden. Oder sein Ende finden. Vielleicht haben wir bald keinen deutschen Schauspieler mehr über Game of Thrones. Mal gucken, was alles passiert. Ich fand's sehr interessant. Sehr interessante Stelle, aber auch keine sehr lange Stelle. Also einfach nur quasi gezeigt von wegen, sie hat Konsequenzen dafür tragen müssen, dass sie sich jetzt gegen die Bruderschaft, gegen die Faceless Man quasi gerichtet hat. Und ja, soweit darum. Haben wir eigentlich auch interessant fand, war, dass Davos jetzt im Haus angehört. Der? Davos. Davos, aber das wusste man schon vorher. Ja? Davos Geschichte ist ja quasi, dass er bei dieser Aushungerung, die Stannis erlebt hat. Da hat er schon den Titel bekommen. Da hat er ja quasi dann über die, also er ist ja eigentlich Pirat, nachher dann Schmuggler geworden und hat dann quasi Zwiebeln geschmuggelt zum Dragon's Peak oder so, wo die Orte, wo das Ort heißt, wo Baratheons leben. Und hat dann dort quasi dadurch auch den Titel Zwiebelritter bekommen. Zwiebeln geliefert. Und hat dann nachher allerdings dann, wurde er zum Ritter gesalbt und hat sein eigenes Haus bekommen. Ah, okay. Also er wollte es wahrscheinlich einfach nur vergessen, weil es zu lange her ist. Es war auch wirklich nur eine Nebengeschichte, also weil es nichts ist. Gerade nur eingefallen. Ja. Weil ich hier unten so gesehen habe, wer so als erstes in der Folge aufgetaucht ist und als letztes in Klammern Brother Ray. Ja. Das ist so wirklich geil. First Appearances, Brother Ray als erstes, Death, Brother Ray. Also wirklich. Anzahl Bewohner. Bisschen Maggie Mormont. Klick mal bitte gerade drauf. Wir haben hier gerade einen Tod von einer Mormont. Hä? Hä? Ach, wahrscheinlich war es einfach nur so ein Nebencharakter, der einfach aufgetaucht ist. Ach so, wurde auch erklärt. Sie hat auch mit Rob gekämpft. Ach so, und wurde dort quasi mitgetötet. Ach so, ja, da steht doch auch Tod. Ja, confirmed. Bestätigt, dass er da bestätigt wurde, ja. Ja, aber ich habe mich gerade erst an eine Szene gedacht, so, hä? Ja, ja. Wo wurde denn da eine Frau umgebracht? Also, dass sie bestätigt wurde in der Stelle, war mir schon klar, aber ich war mir gerade überhaupt gar nicht sicher, wer das für ein Typ war. Was das für eine Frau war. Von daher, ja. Wie hat dir die Folge so im Nachhinein, The Broken Man, Episode 7, glaube ich? Ja, 7. Ich fand es sehr interessant eigentlich, was da so passiert ist, aber es war wieder echt nur so, okay, ich öffne euch jetzt den Weg. Schaltet nächste Woche ein, um zu sehen, was genau da passiert. Ja, es ist eigentlich der Gegenteil, also es ist eigentlich eine Filler-Folge, aber nicht, weil die kein Material mehr haben, sondern weil die zu viel Material haben. Weil sie einfach denken, okay, wir brauchen jetzt noch eine Folge, um einfach alle Figuren wie auf dem Schachbrett richtig zu positionieren, damit wir dann irgendwann den Payoff haben. Ja. Und deswegen mussten quasi die Stellen gefüllt werden als Filler-Folge. Und so hat sich das auch nämlich angefühlt. Aber ich glaube, dass die nächste Folge auch nicht so mega geil wird, weil... Die Staffel haben doch immer nur 10 Folgen, oder nicht? Ja, ja. Und ein Staffelfinale geht immer über 2 Folgen. Aber ich weiß gar nicht mehr, welche Staffel das war. Ich habe Staffel 4 mit Watchers on the Wall. Das war Episode 7. Ja? Oder ich glaube zumindest... Oder? Ja, dann müsste es ja jetzt schon was Geiles gewesen sein. Okay, aber es sind... Nee, also ich meine, die richtig geilen Sachen passieren eigentlich immer in 8, 9 und 10.
ich glaube in Folge 8 war einmal, in Staffel 4 müsste, glaube ich, Watchers on the Wall gewesen sein. Der Berg und die Viper war genau, das. Genau, Berg und die Viper war es auch schon, eine krasse Szene. Okay, war. Ja. Und dann The Children war quasi das Ende, was so ein bisschen war. Aber an sich bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie es da weitergeht. Ach stimmt, guck mal, letzte Staffel war Hardheim. Ja, deswegen, also das... Okay, dann kann es tatsächlich sein, dass die nächste Folge noch ein bisschen gemächlicher wird. Wieso Hardheim? Ach nee, Hardheim war noch nicht der Kampf, wir sind jetzt, ne? Moment, war das... War die siebte Folge, ne? Ja. Genau, die siebte Folge. Stimmt, dann gibt es nächste Woche dann tatsächlich schon eventuell Gemetzel, wenn wir der Staffellogik folgen können. Mhm. Da hatten wir dann... Staffel 4 wurden der Viper die Augen ausgedrückt. Ja. Staffel 5 war der Kampf gegen den Untoten in Hardheim. Ultra geiler Kampf, weil ich will nochmal sowas haben. Ja. Ein richtig geilen Kampf. Staffel 2 war der Prinz von Winterfell. Da wurde, glaube ich, revealed, dass Robb Stark King of the North werden will. Ah, ja, okay. Das spitze Ende. The pointy end. Boah, Staffel 1 ist schon so lange her. Ja, ohne Scheiß. Da weiß ich aber noch nicht, wie die Folgen quasi her ist. Ich weiß noch nicht, was Baelor heißt. Das glaube ich, das google ich mal bis zur nächsten Folge. Und dann schaue ich mal, wie es abgibt. Ja. Aber wie gesagt, war eine okay Folge. Eine mediterrane Folge. Die Folge war al dente, sie hat am Kühlschrank geklebt. Ja. Und dementsprechend würde ich ja sagen, beenden wir das Ganze hier an der Stelle. Vielen Dank fürs Zugucken. Eure Westeros vor Ort Berichterstatter Dragonslayer Haron, Frostmage Artax wünschen euch viel Spaß. Bis zur nächsten Woche. Haut rein. Ich würde noch was sagen. Ich finde super, dass ihr bei unseren Game of Thrones Videos so oft reinschaltet und das guckt. Ja, auf jeden Fall. Zu unseren anderen Videos. Danke, wirklich. Ohne Scheiß. Finde ich das echt super. Also ermutigt wirklich dermaßen solche Videos zu machen. Und ich glaube, die meistgeklicktesten Videos von Barojak sind auch mittlerweile die Game of Thrones Recaps. Ja. Ich glaube Folge 1 und die Hodor-Folge. Das waren aber die am emotionalsten, am polarisiertesten waren. Ja. Aber wie gesagt, vielen Dank, dass ihr so kontinuierlich einschaltet. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wenn euch irgendwas nicht gefallen hat. Wenn ihr wissen wollt, wo man das Getränk der Woche herbekommt oder sonst irgendwas. Genau. Dann schreibt es ruhig in die Kommentare, ja. Wir werden alles beantworten. Vielleicht mal so ein paar Ideen, ob ihr eine andere Recap-Reihe haben wollt. Weil Game of Thrones geht ja nicht mehr so lange und wir können ja keine Folge 11 revealen, wenn keine Folge 11 da ist. Ja, aber ich wäre zumindest schon mal dafür, dass wir nach der 10. Folge von noch so einen gesamten Recap quasi machen. Boah. Von der Gesamt... Das geht aber nicht nur in einer Stunde. Das wird auch keine Stunde werden, das kann auch ruhig ein Mehrteiler werden. Okay. Und was danach wir mit Game of Thrones machen oder mit einer anderen Serie, müssen wir mal gucken. Ich bin da noch ein bisschen hinterher, was Animes angeht. Vielleicht kann man da ein Schlupfloch finden, wo es da vielleicht hier und da mal ein Anime gäbe, den man da recappen könnte. Dementsprechend, ja, haut da rein, bis zur nächsten Woche, haut da rein. Jo. Ciao. Ach ja. Und nochmal, haut da rein. Ja, haut da rein, bis zur nächsten Woche, haut da rein.